Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild West Dynasty. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin immer noch hier. Wo ist hier? Hier drüben, also praktisch im Norden meiner Stadt. Hier ist Eds Hof und... Ah ja, hier war die Höhle. Und hier habe ich ja ausgemacht, weil ich nicht genau wusste, was mich dort erwartet. Habe ich irgendwie was zu futtern und was zu trinken dabei. Was noch viel wichtiger ist, habe ich eine Fackel dabei. Wobei, wartet mal, ich habe eine Laterne. Aber wie zum Teufel mache ich denn bitte die Laterne an? Mal eben in die Einstellung gucken. Okay, ich habe leider keine Ahnung, wie ich sie anbekomme. Also muss ich definitiv doch nach einer Fackel suchen. Okay, Fackel ist schon mal erfolgreich ausgerüstet und die brennt dann auch. Hoffentlich kann ich damit überhaupt irgendetwas sehen. Oh, da ist die gestohlene Spitzhacke. Stimmt ja. Sollte mich ja hier noch ein bisschen besser umgucken. Werde ich dann auch mir hier drinnen tun. Okay, hier ist aber noch mehr Loot. Das kann ich mir jetzt nur alles gerade nicht einstecken. Ich weiß nicht, ob ich noch langsamer werden kann, aber ich muss es ja auch nicht unbedingt ausprobieren. Boah, hier gibt es später sogar noch eine Spitzhacke. Also wenn ich hier rauskomme, würde ich mich definitiv hier vollpacken. Okay, aber dann erstmal die Fackel. Der dritte Hinweis wird ja dann wohl drinne sein. Leider. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Im Allgemeinen Höhlengeräusche. Oder wenn es einfach gar keine Höhlengeräusche gibt. Oh, Hilfe, ich kriege hier doch gleich safe einen Herzinfarkt. Ein Einsturz sieht frisch aus, okay. Räume den Weg frei, um den Jungen zu befreien. Oh Gott, ich muss die Spitzhacke eben holen, Leute. Ich hoffe, ich bin richtig abgebogen. Dann hole ich mir die, die ich gerade draußen gesehen habe. Und dann schleiche ich wieder hier rein. Weil dann braucht man den einen letzten Hinweis wohl nicht finden. Oder vielleicht habe ich ihn einfach unterwegs irgendwo nicht gesehen. Denn sie hat ja noch gesagt, die Laterne und die Decke hat er mitgenommen. Vielleicht sind die hier noch irgendwo unterwegs, aber egal. Alle Wege hätten sowieso hier hingeführt. Lustig ist halt auch, gleich wenn ich da mit der Spitzhacke am Rumhantieren bin, werde ich keine Fackel haben. Geröll. Ah, wohl doch, geht eigentlich. Da ist irgendwo so ein kleiner Lichtspalt oben. Ich sehe jemanden. The Kid. Heiltrank geben. Wer bist du? Ryder, ich habe den Auftrag bekommen, dich zu finden. Von dieser Hexe? Du solltest sie nicht so nennen. Niemand hört das. Das weiß ich schon. Aber sie wird wütend. Worüber wird sie wütend?
Ich bin kein Dieb, aber sie sagte mal, ich wäre einer. Also habe ich dieses Mal wirklich etwas gestohlen. Ich wollte Gold finden und weggehen und nie mehr zurückkommen. Das hat nicht so gut geklappt, hm? Nein, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich kann nicht zurückgehen. Sie hasst mich. Sie wollte mir nie helfen. Sie hat es nur getan, weil alle es von ihr erwartet haben. Vielleicht kann ich jemand anderes aufnehmen. Es gibt niemanden. Sie kümmert sich nur um sich selbst. Ich will nur meine Eltern zurück. Es tut mir so leid. Es ist alles meine Schuld. Was ist deine Schuld? Das Feuer. Das kann ich nicht glauben. Es tut mir so leid. Ich hätte nie... Es tut mir so leid. Ich will es zurücknehmen. Ich will in der Zeit zurückreisen und alles wieder gut machen. Beruhige dich, wovon redest du? Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich sie hasse. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen gehen und in einem Feuer sterben und... Und das taten sie. Sie taten es, meinetwegen. Nein, Junge, nein, so funktioniert das nicht. Feuer fängt nicht so an. Aber... Was ist mit den Geisterreitern? Hat deine Wut sie vom Himmel geholt? Nein, ich habe sie gesehen. Sie sind nicht vom Himmel gekommen. Es waren keine Geister. Erzähl mir mehr. Oh geil, dadurch erfahren wir sogar was von der Hauptstory. Es waren Männer auf dunklen Pferden mit silbernen Sporen und Fackeln. Einer sagte, das nenne ich Gerechtigkeit, Jack. Gerechtigkeit für was? Ich weiß es nicht, aber sie sahen aus wie Verbrecher. Waffen, vermummte Gesichter und all das. Warum hast du es nicht dem Deputy gesagt? Niemand glaubt mir. Warum sollte er? Ich glaube dir. Danke, denke ich. Du bist der Erste, der zugehört hat. Kommst du jetzt zurück oder muss ich dich zurückschleifen? Nein, lass mich einfach hier. Das würdest du nicht überleben. Wir werden ein neues Zuhause für dich finden, aber zuerst musst du zurückkehren. Ich will nicht sterben. Ich will meine Sachen packen und zurückkehren. Ich verspreche es. Ich komme wieder, wenn ich nicht bald von deiner Rückkehr höre. Okay, Leute. Ich kann hier einfach noch eine komplette Mine plündern. Ich werde hier komplett rausschleichen, kriechen vielleicht sogar müssen. Aber egal, das bekommt ihr im Schnelldurchlauf. Und wenn ich schon mal hier drin bin, ganz ehrlich, dann muss ich ja eigentlich auch... Oh, Gold, Silber. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann. Oh nein! Okay, also ich wollte einfach nur ein Foto von ihm machen. Aber das gestaltet sich wohl ein wenig schwierig. Hier, in der Mine. Denn da war ja noch ein Gang in die andere Richtung. Ist halt die Frage, sollte ich hier wirklich hingehen? Naja, gut, mal gucken. Vielleicht ist es ja nicht weit. Okay, hier ist irgendwie auch noch Geröll. Aber das kann ich nicht wirklich abbauen. Guti, dann schleiche ich mich mal nach draußen und werde dort auch noch eben schnell die Kisten plündern. Oha, schon mal rausgeschafft. Na dann, Hacke wegstecken bitte. Oh, geil. Meinen die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese normalen Äxte benutze, ist gerade ziemlich gesunken, nachdem ich die Werkstatt repariert habe. Aber ich würde die einfach mitnehmen für den Holzfäller, falls er die dann doch benötigt. So, ein bisschen Whisky kann auch nicht schaden. Habe ich das nicht schon eingesammelt? Das Brot? Ich habe dann zwischenzeitlich das Spiel ausgehabt. Hm. Sollte das hier etwa ein Spot sein? Das werde ich mal im Auge behalten. Wo man einfach immer wieder dieselben Sachen bekommen kann.
So, wir sollen zu Martha zurückkehren. Ich wäre dazu geneigt, das auch zu tun. Erstmal. Obwohl, wisst ihr was, auf halbem Wege habe ich mir überlegt, das ist schon relativ dunkel. Ich werde doch dann erstmal zurückreiten, mich mal übergeben. Ich habe ja so viel Kram gerade dabei. Und dann lege ich mich schlafen und dann mache ich nämlich noch die Aufgabe in Taxation fertig. So, aber eine Sache ist mir hier dann noch aufgefallen. Ich soll ja sowieso so eine Hacke herstellen. Davon werde ich dann noch einige herstellen. Und die dann auch einfach in das Lager packen. Also hier. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwas tut, ob sie die Beete dann auch gießen würde. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich alles noch nicht wirklich bestätigen. Aber dann werde ich mich mal erstmal übergeben. Ich werde so eine Hacke damit reinpacken. Denn Eimer mit Wasser habe ich ja auch schon reingelegt hier. Obwohl, wartet mal, die hat sie ja dann sogar schon. Die hat sie sogar schon verbraucht, glaube ich. So, okay. Es ist deutlich später, als ich dachte. Mittlerweile, ich hatte aber auch wirklich wieder viel Kram, den ich loswerden musste. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das hier nicht gieße. Ich habe gar keinen Eimer mit Wasser mehr. Dass die Beete dann kaputt gehen. Also werde ich mir schnell nochmal. Ich habe jetzt hier einen Eimer mit Wasser reingelegt. Ich werde mir aber eben auf die Schnelle ein paar Bretter noch holen. Und mir noch so ein paar Eimer machen. Oh Gott. Arschdunkel. Und die eben noch gießen, die Beete. Und dann wollte ich ja eigentlich neue Beete machen. Da drüben beim Brunnen ist ja noch ein Beet. Wir werden mal beobachten. Ob sie hier drüben von alleine etwas anbaut. Muss aber hier schon mal gießen, weil hier ist es ja einfach kaputt gegangen. Also Dünger und alles sollte drüben sein, theoretisch. Kontrolliere ich aber eben noch mal schnell. Okay, also ich werde den Dung mal eben selber zu Dünger noch verarbeiten. Und dann schmeiße ich mich noch mal schnell vors Lagerfeuer und wir sehen uns einfach am nächsten Morgen wieder. Das muss ich halt alles wieder einzeln machen. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich friere, aber ich habe auch meine Jacke nicht an. Die habe ich noch nicht wieder angezogen. Also, wir haben ja hier noch das eine Beet und ich habe einen Eimer Wasser reingetan. Saat ist auch drüben im Lager und auch, was war das noch? Der Dünger, genau, der Dünger hat ja noch gefehlt. Ich werde mal eben schnell etwas von dem. Das Truthahnfleisch habe ich gebraten und dabei ist irgendwie nichts wirklich Gescheites rausgekommen. Ich glaube, als nächstes könnten wir uns wirklich mal darum kümmern, dass ich so ein paar Lebendhasenfallen aufstelle. Aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Jetzt werde ich erstmal diese Aufgabe hier beenden. Fällt mir gerade mal ein, auf dem Hinweg hier rüber, die wollen alle irgendwas gebaut haben. Könnte doch auch sein, dass genau dieselbe Quest mich ereilt, wenn ich mit Martha rede.
Wo ist Martha? Schlaft ihr alle etwa noch? Ich habe auf einmal gar keine Markierung mehr. Und? Wo ist der? Er wird bald zurück sein. Zurück? Ich will diesen Dieb nicht wieder unter meinem Dach haben. Er ist nur ein Junge, der seine Familie verloren hat. Du hast erwähnt, dass du deinen Sohn verloren hast. Er spürt diesen Schmerz jetzt und ist ganz alleine. Er, ich... Ihn bei uns zu haben, war so sehr, als hätten wir unseren Sohn zurück. Zuerst, bis er sich als völlig anders herausstellte und ich konnte es nicht ertragen. Niemand kann deinen Sohn ersetzen, aber vielleicht könnt ihr beide gemeinsam heilen? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er ist ein Kind. Ich will nicht, dass er leidet. Ich möchte, dass er eine Chance hat. Bitte. Nimm ihn auf. Du kannst ihm diese Chance geben. Und er kann auch dir helfen, zu heilen. Ich probiere erstmal das. Ja, du hast recht. Du hast sehr recht. Ich danke dir. Wie kann man denn sehr recht haben? Du brauchst mir nicht zu danken. Wichtig ist, dass es euch gut geht. Okay, ich habe gedacht, ich soll den irgendwie eventuell noch ein Haus bauen. So, die Kiste von Granger. Die ist eigentlich im Moment nur maximal nervig. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich die finde. Aber irgendwann wird es soweit sein, hoffentlich. So, ich werde mir hier ein bisschen Material holen. Kennt ihr ja schon. Und unten, da, das könnte interessant werden. Mit der Hacke. Ja, und unten am Strand hole ich mir dann noch ein bisschen Stein. Und mache an der Werkbank hier im Lager dann ein paar Bretter und werde dann auch dieses Lager fertig bauen. Aber die Nummer natürlich im Schnelldurchlauf, damit das hier schön kurz und knapp noch in die Folge mit rein kann. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Bretter ich brauche, aber dann renne ich erstmal rüber. Ansonsten muss ich gleich noch mehr Holzstämme holen, wenn ich das nämlich alles verbrauche. Fünfzehn Bretter, 12 Holzstämme, 7 Steine. Okay, ich muss trotzdem welche holen. Da fehlen nämlich noch genau 2. Jetzt stopp, das ist nicht mein Pferd. Dann werde ich eben noch einen Baum hier fällen. Ja, und dann wird die Quest abgegeben. Und ich glaube, dann kann ich noch in dieser Folge mit Owl reden. Mal gucken, dann geht es ja mit der Geschichte weiter. So, jetzt sollte es aber passen. Ich kann mich auch ein Glück wieder bewegen. Das sollte alles sein. Danke. Oh, sehr cool. Perfekto. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht alle mal abklappern sollte. Aber vielleicht komme ich auch einfach per Hauptquest hier wieder hin. Wartet mal, an seinem Rahmen hat sich aber nichts verändert, oder? Nö, schade, leider nein. Guti, dann eben noch schnell rüber zu Owl und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und ich glaube, dann mache ich auch erstmal die Sache mit der Feldarbeit fertig. Und wir kümmern uns um die Hasen.
Guti, aber dann würde ich doch gerne erstmal gucken. Ja, sie ist einfach immer noch so gruselig unterwegs. Hier ist bisher noch nichts passiert. Dann geh doch mal bitte auf Management und mach doch mal bitte. Okay. Kann ich das hier irgendwie anwählen? Kann ich nicht anwählen. Ah, okay, wartet mal. Das hier kann ich eigentlich direkt wieder löschen. Oh, nee, wartet mal. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen abgestellt, dass sie sich um die Beete kümmert, oder? Wir haben 7-mal Brot im Lager. Das ist ja interessant. Und 35 mal Saatkartoffeln. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier ist bei Herstellung. Bei Saatkartoffeln, dass sie einfach aus Kartoffeln Saatgut macht. Und wenn ich das hier reinmache, dann haben wir das hier stehen bei Produktion. Genau dasselbe mit Brot. Aber welches Lager? Welche? Ich habe hier noch gar kein Lager entdecken können. Wir können hier doch eigentlich gar nichts anwählen in der Scheune, oder doch? Hier, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder habe ich hier mittlerweile was drin? Wartet mal, Nahrung. Das Brot habe ich ja gerade gefunden. Kann ja schon mal nicht richtig sein, irgendwie die Angabe. Okay, egal. Da kümmere ich mich dann einfach beim nächsten Mal drum. Also ich meine auch, ich habe ja noch gar keinen Ofen. Also wie kann sie denn Brot machen? Owl, wir brauchen Hilfe. Hilfe? Uns geht es doch gut. Wir können diese Stadt nicht alleine wieder aufbauen. Wir können jederzeit ein paar Siedler fragen, ob sie sich uns anschließen wollen. Ja, ich meine, nein. Ich habe das schon jemanden im Sinn. Wen? Eine Großmutter. Ah, okay. Eine Großmutter? Ah, da müssen wir vielleicht in das Lager drüben, wo ich gerade großzügig 5-mal dran vorbeigeritten bin. Sie ist vielleicht nicht die fleißigste Arbeiterin und sie kann nicht kochen und ihre Nähkünste sind eine Katastrophe, aber worum geht es hier wirklich? Sie lebt dort draußen ganz alleine. Es wird jeden Tag gefährlicher. Auch wenn ich ihr das sage, weiß ich, dass sie nicht zuhören wird. Wenn ich ihr sage, dass wir Hilfe brauchen, dann vielleicht schon. Erinnert mich an mich selbst. Ich werde mit ihr reden. Hörst du das? Danke. Wo kann ich sie finden? Nicht so schnell. Wo soll sie unterkommen? Wir müssen ein Haus für sie vorbereiten. In Ordnung, ich werde ein Haus vorbereiten. Natürlich. Aber vorher werde ich hier. Oh, wartet mal. Hat sie gerade? Hast du gerade? Sie hat gerade gar nichts gemacht mit dem Feld. Okay. Okay. Das scheint mir alles noch ein wenig gruselig. Bei der Scheune steht. Oh, wartet mal. Kiste. Interagieren. Da ist ja unser Lager. Aber da ist einfach nichts drinne. Bin hier einfach schon 5-mal dran vorbeigelaufen. Okay, dann wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Alle Sachen, die wir bisher hier rübergepackt haben. Den Dung, den Dünger, die Hacke, ganzen Samen, noch mehr Samen. Okay, der Eimer mit Wasser ist wieder verschwunden, aber da könnte ich mir einfach auch vorstellen, dass die das auch eventuell zum Trinken nehmen. Ich habe keine Ahnung. Hey, da muss ich drüben bei der Sägemühle auch gleich mal gucken. In Ruhe. Und dann muss ich aber unbedingt auch die Folge beenden. So. Das könnte nämlich ein bisschen was ändern an der Nummer. Dass sie dann vielleicht doch arbeitet. Aber lass mich dann mal in Ruhe hier alles nochmal abchecken. Rein können wir ja dann nicht. Auch wenn ich gegen renne.
Oder soll man etwa von hier reingehen? Okay, also man kann reingehen. Hoppala. Aber ich finde nichts zum Anwählen. Gut, 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 gut. Denn hier habe ich halt auch noch nicht herausgefunden, ob der eine Axt benötigt zum Arbeiten, ob der eigentlich bisher auch irgendwie was getan hat oder ob hier nur steht, dass er etwas tut. Okay, wartet mal. Im Lager sind 40 Mal, aber die reden dann doch einfach vom allgemeinen Lager, oder nicht? Ne, hier sind 36 Mal drin. Ich bin gerade einfach nur maximal verwirrt. Ich werde mir das mit dem Beten angucken. Wenn das nicht funktioniert, mache ich einfach noch mehr Beete. Hatte ich ja sowieso vor, damit wir zumindest die Kartoffeln haben. Und uns damit über Wasser halten können. Okay, hier und jetzt will ich mich aber erstmal von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und tschö mit Ö.